Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3 und ja, es hat sich ein bisschen was geändert, wie ihr sehen könnt. Beim letzten Mal hatten wir im Flüchtlingslager, sind wir da in einen Hinterhalt geraten und jetzt hat sich die Armee gegen uns gewandt und ja, da müssen wir mal schauen. Jetzt sind überall die Armeetruppen aufgeteilt und wir müssen natürlich schauen, dass wir die ja, platt bekommen. Und erstmal werden wir aber viele Locations verlieren. Also Wassergrab, das geht auf jeden Fall drauf. Und ja, mit denen sind wir auf dem Weg dahin. Wir müssen aber da rasten. Das hatte ich jetzt schon ausprobiert, wann die exhausted werden. Die werden das hier jetzt verteidigen. Das wird dann wahrscheinlich gleich der erste Kampf sein, den wir machen. Oder vielleicht wird das der erste Kampf sein. Mal schauen. Nachdem die das hier verteidigt haben, müssen die dann hoch nach Pantagruel. Und die beiden Teams platt machen. Ne, die drei Teams platt machen. Okay. Und ja, müssen wir mal schauen, wie wir das, wie sich das ausgeht. Ja, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Also, legen wir los. Auf geht's. So. Das hier ist jetzt einfach der Kampf hier bei Wassergrab. Wassergrab-Minengebiet. Ja, da können wir nur automatisch. Und dass wir da, dass die da sterben, war klar. Und da müssen wir jetzt mal gerade Verträge erneuern. Text. I have many calls for work, partner. If I continue saying no, we must make a new deal. Ja. Okay. My six-shooter is ready, partner. Let's return to Dodge City. Mhm. Okay, dann haben wir Wolf. My time's almost up. I need to know what your contract intentions are. I got people waiting. Der will noch nicht mal mehr Geld. Da ist das noch nicht gegriffen mit seinem Stufenaufstieg. Okay. Looks like you got the big bad wolf all to yourself for a little longer. Ich glaube, der ist schon gestiegen. Der Text ist, glaube ich, noch nicht gestiegen. Bin mir, doch, klar, der ist auch gestiegen, aber das war ja wirklich vor in der letzten Mission erst. Okay. My contract be almost up, man. Would you be wanting to renew it? Mhm. Auch noch nicht mehr. That's right. You get a taste of Vicky Waters, you always come back for more. Mhm. Und das war's aber jetzt auch. Ne, den Tor haben wir auch noch. Oh Gott. Okay. When my contract expires a short time from now, will you want to keep me on as part of the operation? Ja. Your aura exudes positivity and confidence. I'll be glad to stay. Okay, das hätten wir. Und dann geht's weiter. I'm here, player. Holla back. I'll be where I'm at. Ja, die müssen jetzt erstmal warten, bis die ankommen. Mhm. Dann geht's weiter. Das sind entscheidender Sieg bei Camp Savanne. Okay, das werden wir dann mal kämpfen hier. Mhm. Der Koch. Die Gegner kommen von da. Oh, ja, kommen von da. Die sehen wir auch schon. Wir haben hier Livewire dabei. Da sehen wir alles. Der Ring. Aber das war schon zum Erobern eigentlich ein ziemlich fieser Sektor. Das wird natürlich jetzt auch nicht besser. Das Knallbummzelt. Na gut. Präzisionsschütze. Wache. Ja, also die Positionen hier drin, die sind eigentlich total am Rucks. Aber da haben wir jetzt auch keine wahnsinnige Wahl. Wir können hier nicht einfach dahinter laufen. Unsere Rekruten sind ja auf jeden Fall alle am Kämpfen. Und die werden wahrscheinlich so ein bisschen verenden.
Den Kampf werden die vermutlich direkt eröffnen. Da haben wir ein paar Steine. Eventuell könnte uns das nutzen. Das werde ich auf jeden Fall mal als Ansatz nehmen. Okay. Larry sollte einen Kill erzielen und dem Konflikt niemals schaden. Okay. Enemy soldier. Looks like he is just doing his job at the moment. Okay. Doctors told me when I feel like drinking, I should find a little project to do. How about this one? Ja, okay. Wir brauchen den Text, der muss hier nach vorne marschieren. Ja. Da hatten wir aber ja bei einem der letzten Folgen gesehen, dass es da ein Problem gibt. Der darf nicht im Stealth sein, das heißt, der muss jetzt, wenn die in Reichweite sind, gehen wir noch einen Schritt weiter, da ist er sowieso. Bewegen sich auch nicht, die sind schon ein bisschen komisch. Hätte ich das gewusst, hätte ich die anders hingestellt. Dann hätte man den auch direkt da Granaten drauf werfen lassen können. Vielleicht können wir das auch so machen. Läuft der noch rüber? Aber gleich macht's piep, 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 piep. Müssen wir mal gucken. Zu Pode. Nein! Ah! Das ist so dämlich. Da bleibt das Spielball kleben. Jetzt kommen wir hier nicht mehr runter. Man darf während dem Pausieren nicht die Lage ändern. Sonst stirbt das Spiel. Ja, das ist blöd, aber ich hatte hier gerade beim Start gespeichert. Also, da starte ich mal gerade das Spiel neu. Kleinen Moment. So, da sind wir am Laden. Aber prinzipiell ist das gar nicht so unpraktisch, weil jetzt können wir das Team dann direkt anders aufstellen. Also nicht anders aufstellen, aufstellen machen wir genauso. Aber Einsatz. So. Wir müssen yes, erstmal das dann we're on the move. Die da hinschicken. Den werden wir da hinschicken. Hatten wir. Hallo da! Larry! Molotov. Sober. Na, das geht dann soweit, okay? Yes, Bus. Jetzt markieren wir nochmal alle. Los und. Here, genau. Wieso macht der sich nicht auf den Weg zu der. Ach, der muss da trotzdem erst rauslaufen. Ja, okay, den hätte ich vielleicht auf die rechte Seite stellen müssen. Quiet now, partner. Und der muss like a Cowboy Ninja. Cowboy Ninja. I can do this real quiet, man. The buckets will not see. Hide and shoot. That is my game. They cannot hit what they cannot see. Quiet and cool. I'll be real quiet, man. Na, gesichert ist das hier natürlich alles nicht. Like a Cowboy Ninja. Okay. Da schieße ich den Text um. This is always the best way to do things. Aber ich glaube, da bleibt sowieso nicht viel von übrig. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. Quiet now, partner. So, okay. Jetzt müssen wir das brechen. Und dann müssen wir den hier machen und dann legen wir damit auch los. Don't blame me, but I think we have been spotted. That hurts like a motherfucker. Jawohl. Wenn die sich jetzt auch noch bewegen. Nummer eins. Hallo da. Ja. Tex ist schon nicht schlecht.
Jetzt stellt euch mal vor, wenn der auch noch zwei Reaction-Schüsse abgeben würde statt einem. Aber dafür braucht er 90 Beweglichkeit. Oder 90 Geschicklichkeit, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, der wird abgemetzelt beim nächsten Mal. Und die kommen erst gar nicht ins Gefecht. Okay. So. Dann haben wir eine Granate, aber leider kann der die nicht so weit werfen. Ne? Das ist natürlich nicht so praktisch. Clear shot on clueless perv. Dann machen wir das so. Ja, die haben auf jeden Fall bessere Ziele als den Raider. Mit dem legen wir uns hin. The prey will not see me. Ah, der hat nur noch 6 Punkte. If the wind holds steady, this will work. Naja, ich sag mal, getroffen hat er, aber... They won't even know I'm here, man. Nah, man. I miss, they see me. Dann nehmen wir den anderen. Oder, nee, wir machen... Vielleicht kommen die dahin. Da hätte er auf jeden Fall 2 Schüsse. Alejandro Diaz. Probieren das mal brave so. And noble. How can I look cool if no one can see me? Idiot. Ja. Kann der noch overwatchen? Ja, dann machen wir das so. Alejandro is here. Tremble, cowards. All right, I'm going. Honestly, I don't understand the point of not... Can't give them any more easy shots. Oh, da haben sie die Hand von dem Raider getroffen. I have a plan. Follow me. Na, hättet ruhig weiterlaufen können. Das war natürlich jetzt nicht so. Time for a quick nap, and then it's right. Ah, das ist ja. Okay. Das war nix. Da haben sie den Raider einfach mit einem Angriff komplett zerpflückt. Okay, dann machen wir das halt anders. Planänderung. Dann lassen wir diese drei Leute alleine zernichten. Und der Rest. Ach, jetzt muss ich die einzelnen stellen. Listening, 1024. Alejandro is here. Ja, idealerweise würde ich halt weiter hinten stehen. Und ich werf noch mehr Granaten. Ja? Ja. Presently in attendance. Dex. Yes, partner. Du gehst dahin. Livewire hier. Und dann. Alejandro Diaz. Brave and der Raider muss schon weiter nach. Das war schon nicht besonders gesund. Man könnte sich auch da reinstellen, aber dann werden die trotzdem da ja angreifen. Oder die werden den sogar direkt ummessern. Yes, Bus? Oder wir stellen uns weiter nach hinten. Hello, dann there. Würden wir die Rekruten hier drauf gehen lassen. Und snipern die quasi weg. Das ging ja auch. Ja, ich Larry, glaube, das ist die sinnvollere yes, Option. Wait. Mm.
Read you. Five by five. Ist natürlich dann jetzt ein bisschen gefummelt, die Positionierung so schnell hinzubekommen. Okay. Und dann aufzupassen, dass man nicht versehentlich die falsche Taste drückt. So, also, Einsatz. Und pausiert. Dann okay. Lassen wir den mal da hinlaufen. Alejandro Diaz, brave and noble. Dann da müsste man eigentlich. I think this is not the right time to be socializing. Ja. Nee, nicht ernsthaft. Damit schmiert das Spiel auch ab, wenn man da also auf jemanden draufklickt. Okay, kurzer Schnitt. Und da sind wir wieder aufgestellt. Dann Einsatz, Pause, Hex, dahin. Hier muss ich jetzt echt aufpassen. Livewire. Alright, I'm going. Dahin. Ja? Larry, dahin. Read you. Raider, 5x5. Dahin. Alejandro is here for love and glory. Okay. Dann wieder alle markieren. Brave and noble. You have rustlers in these parts. So. Mhm. Quiet X now, muss jetzt weiter nach vorne. Quiet now, partner. So, der macht jetzt Stealth aus, dann die Fähigkeit an und Feuer. That was rude and painful. Oh no, that little project was a bust. I wonder if I have any old stamps I can lick. Wieso? we edit that out in post, right? They got me. Okay, der ist aber am Bluten. Wieso ist denn da jemand auf eine Mine getreten? Ist die auf eine Mine getreten? Nein. Okay. Und der Text hat aber diesmal auch noch 5 Punkte. Okay. Ja? Okay, dann. This kind of shot ain't my bag, man. Nehmen wir mal den. Okay. Will denn der den da überhaupt zurücktreffen? Going undercover. Careful. Naja. Oder sehen. Naja, vielleicht schon. Den Sturmsoldaten. Hätte ich vielleicht zuerst hinlegen sollen. Discreet mo. Ich weiß nicht, ob der liegend dann da überhaupt noch durchschießen kann. Deshalb machen wir das jetzt mal so. Naja, ist natürlich nicht viel verlangsamt. I'm like a super cool spy right now. Ja. I like the odds, but if they spot me, I will look stupid. Könnten wir auch so machen. Aber ich glaube, das zählt dann nur auf den ersten. Wir probieren es aber mal. Ne, die sind alle unterdrückt. Ne, 3 zumindest, okay. There's a cowboy ready. I would sneak up on a rustler's partner. Mm-hmm. Presently in attendance. Better to go unnoticed, yeah? Naja, das wird nicht viel nutzen. Die wird if einfach you need mal. Me, I'll just be here. So. I have a plan. Follow me.
Ja, der ist natürlich im Eimer. Ja, irgend schon irgendeine nette Knarre. Come over here. I'll be nice and gentle. Like we train. Find him and shoot him. Nee. Er soll angreifen. Bitte nicht mich. I'm no bucket. We need to get closer to them. Ja, deshalb läuft er auch weg. Der Koch. Quiet now, partner. Okay. Grabbing some dirt. So. Ja, nehmen wir mal Live Wire. Die kann sowieso eben nicht mehr treffen als höchstens den. This is so exciting. Nee, machen wir aber nur mal einen ungezielten einfachen, ja. Alter, Alter. Okay. Ja? Yeah? Dann weiter. Bien joué, mon ami. Mhm. Read you, 5x5. Die anderen sind auf jeden Fall alle gut weit weg. Der hat da zwei Overwatches, nutzt dem aber nichts. That's da negative. No clear shot. Ja, dann nehmen wir mal den. Oh boy. Charlene is never gonna let me forget that one. Good. I brought Giraffe to mask my scent. Ja, da müssen wir uns hinlegen. Da kann der jetzt auch nicht mehr. Gucken wir mal, ob jemand nach vorne kommt. Der Messertyp, der müsste eigentlich nach vorne laufen. Listening, 1024. Alejandro Diaz, brave and noble. Let me try. If I pull this shot off, it will look so impressive. Ja, das war nicht so impressive. Okay, und aus. Ja, wie erwartet. Oh, nicht schlecht. Say your prayers. Ugh, they got me. This is very bad, boss. Alter Falter, also die sind auf jeden Fall eine Ecke besser als die Legion. Boss, help! They are killing us! Okay, weg. Der Koch. Dispersez-vous! Ja, nicht weglaufen. Quiet now. Ja, Deppen. Ja, der kann die aber irgendwie nicht so wirklich erreichen. Der ist immer noch in Tarnung. Ich halte den auch hier. Okay, dann fangen wir mal hier an. Da müsste wahrscheinlich Livewire anfangen. Don't be ridiculous. Nehmen wir den. Ja, dass die da trifft, ist halt irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist viel zu weit weg. Also ab dem Moment braucht eigentlich dann jeder Sniper-Rifles.
Da macht die ja mal gar nichts. Larry, clean and sober. So, Larry. Na, man, I miss. Nee, blockiert. Den können wir auch nicht treffen. Können wir auch nicht treffen. Und den auch nicht. Dann liegt das aber daran, dass der liegt. Dann schießen wir hier einmal. Okay. Listening, 1024. Good visual on target. Good visual. Dann machen aber dieses Mal auch tot, bitte. I guess you learn shooting like that by shooting mostly innocent people like me back at home. Okay, dann. No, I do not have the shot. Der kann auch nichts treffen. This will be so easy. I'm already bored with it. So easy, ja, ich weiß nicht. Der hat halt auch keine Sniper Rifle. Wir machen mal den, oder? Ne, wir machen Tarnung. If the wind holds steady, this will work. Und dann rusten wir da mal drauf. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber. Naja, immerhin. Okay. Alejandro Diaz, brave and noble. So, Alejandro. Ne. Okay. Aber irgendwann werden uns die Rekruten ausgehen. Wipe them out. Oh, nein. Aber der hat wahrscheinlich den Text noch. Ne, jetzt hat er ihn gesehen. Ja, aber zufällig. War zufällig mit allen am. Wie gesagt, da gehen irgendwann die Rekruten aus. Streifschuss, okay. Wieso laufen die weg? There's a cowboy ready. Keine Hilfe. So, dann gucken wir mal. Da sind zwei hinter. Der kann theoretisch auch mehrfach schießen und das machen wir jetzt. So. I'm exposed. Get me out of here. Mhm. Dann nochmal. Jawohl. Fuck! Na ja. Bullseye! Those rustlers stand no chance, partner. Dann haben wir halt noch zwei, aber. Dann lassen wir erstmal gerade ein paar Punkte. Hello there. Ich glaube, Livewire. Vielleicht. Das wäre auf jeden Fall der einzige, den die überhaupt treffen könnte. Ja, probieren wir. Ja. They're just vitamins. This kind of shot ain't my bag, man. Dann auch da drauf. Okay. Yellow. Good to shoot. Dann müssten wir den erledigen, aber da jetzt zu treffen mit 7 ist. Way to go, partner. Dann. Alejandro Diaz, brave and noble. Das ist aber auch dünn. Mhm. Oui. Ja. There's a cowboy ready. Der kann halt. Der würde von dem Sniper wahrscheinlich zerbröselt werden. Da gehen wir lieber mal auf Seite. Ja. Aber hier haben wir jetzt auch keine Milizen mehr. Das heißt, die beiden werden uns wahrscheinlich jetzt schon angreifen wollen. Okay, die gehen aber nicht zu dem Texan. Taking cover. Nochmal Glück gehabt. Der Koch. Go to your positions. Ja, go to your positions. Aber nicht da. Yes, partner. Okay. Ja, das Blöde ist natürlich jetzt, dass der.
da auch nichts machen kann. Das ist alles zu weit weg. Da bräuchten wir den Free Move. Ja, das ist jetzt ein bisschen wichtiger mit dem Free Move. Alejandro den Diaz. Dahinter, Brave den kriegen wir halt leider nicht. Wir probieren es erstmal mit Livewire. Vielleicht können wir auch das Gerümpel da wegschießen. Feuer. Naja, ging ja noch nicht mehr dahin. Clean and sober. Nö. Listening, 1024. So, damit müssen wir den wegpusten. Der ist schon schwer verletzt, also Oberkörper müsste reichen. Perp down. Hell yeah. Go, team. Got a view to a kill here. Ha. Ja, verletzt. Alejandro is here. Und da können wir jetzt den Kopf anvisieren. Aber treffen nicht. Der kann auf jeden Fall von keiner Stelle, wo wir hinlaufen können, den erreichen. You got it. Der wird da auch nicht hinlaufen, dann mach mal den. Grabbing some dirt. Aber das kann. Jeder Angriff von dem kann quasi tödlich sein. Also auf Livewire ist dann ganz schnell Schluss. Target exposed. Kann auch sein, dass er den Koch angreift. Ja. Nee, der hat nur Pindown gemacht. Okay. Mer! Was? One perp is still on the loose. Ja, dann machen wir erstmal mit dem Tex. Also der kann dahin für 3. Und dann kann der 2-mal drauf schießen und eventuell auch den Kram davor wegräumen. Nee, der kann nur 1-mal schießen. Dann machen wir das so. Need a medic. Das war nicht so schön. Yes, Bus. Is this your first time with a gun? Ah ja, okay. Ja, das war schon ein bisschen. Friends, I salute you. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht noch eine Mine erwischen. Schrotflinte, die brauchen wir nicht. Und ein bisschen Gold. Jawohl. Alright, alright. Wow. Very cool, man. Anaconda. Mhm. 20 Reichweite. Aber ich sehe nicht, dass ich nochmal mit einer Pistole kämpfen würde. Verbesserter Rüstungsdurchschlag. Ich behalte die mal, aber. Und da haben wir noch 2. Und so. No problemo, man. Wir haben sogar noch Rekruten übrig, aber auch nur, weil die zu blöd waren. Being part of Zambalicia, but I do not understand why we need to do so much marching in formation. Okay, also der Flay ist gestiegen. Da könnten wir auch wieder feindlicher Gang und Ziel und die Chance. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen, dass sie das gemacht hat. Dann hatten wir, glaube ich, schon jemanden, der das auch hatte. Der ist auch gerade so auf Geschicklichkeit 80 gestiegen. Aber ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das. Aber ob der jemals auf 90 kommt? Naja, das ist halt eigentlich alles nicht so doll. Keine Deckung hast.
Ja, wir nehmen mal Gegenfeuer, aber ich glaube, mit dem macht das alles irgendwie keinen Sinn. Der kommt weder da dran, noch kann der hier in Beweglichkeit irgendwas nehmen. Und hier, die Teile, die machen auch zu wenig Sinn. Schüsse auf Arme und Beine. Granaten. Chance ist alles Quatsch. Also, ja, nehmen wir den. Damit hätte das im heimlichen Töten. Aber, ne, wir machen mal das. Und, gut. So, dann ist jetzt hier wieder das Problem. Wir wissen nicht, wann die schlafen werden. Haben wir denn hier Pillen bei? Ne, das Team hat keine Pillen. Das heißt, die müssten tatsächlich schlafen, wenn sie... Da müssen wir eventuell sogar einen zurücklassen, weil ich möchte ganz gerne darüber. Okay, das werde ich jetzt erstmal austesten, wie weit wir mit denen reisen können, bevor die exhausted werden. Ja, kleinen Moment. Okay, getestet. Und wir müssen Livewire zurücklassen. Die muss jetzt hier schon schlafen. Die hat natürlich hier was abbekommen, deshalb... ja, wird die jetzt hier schon abgedockt, Livewire. Und wir könnten theoretisch aber auch überlegen, ob wir sie nicht jetzt erstmal reparieren lassen. Und ihr so ein paar Schrottsachen geben, die, was heißt Schrottsachen? Das Ding ist ja ziemlich gut. Aber Sachen, die sie dann halt reparieren können. Und die dann schlussendlich sinnvoll für die Gruppe wären. Aber das kann jetzt auch nicht so viel sein. Das muss eben noch dann mittransportiert von ihr werden können. Wir... hatte ich nicht einen? Ich glaube, der Raid... Ne, der hatte jetzt die Waffe. Da hatte ich die gegeben. Ne, das passte doch. Die nimmt das. Livewire ist hier unten. Dann gehen wir die Granate weg. Und da hätten wir nur diese Waffe. Die anderen Sachen sind so schlecht nicht dran. Gut, die Maschinenpistole mit 65%. Wir hätten hier halt noch was, dann müssten wir aber sowieso ihre Waffe komplett austauschen. Ja, wir könnten das hier beispielsweise verbessern. Aber ich würde, wenn es geht, jetzt alles nur noch auf Sniper wechseln. Weil, das hat man jetzt auch an dem Kampf gesehen, Sniper ist halt King. Also die Reichweite, die macht's halt da aus. Zusätzlich ist der Kopf meistens oder eher ungeschützt. Und bei Assault Rifles gibt es halt einen viel größeren Abzug für Schüsse auf den Kopf, als es bei Sniper Rifles ist. Deshalb, ja, also wir lassen die jetzt hier zurück. Die wird aber erstmal dann, ja, ausruhen. So. Und der Rest, der wird dann hier oben hinreisen. C'est parti. Und dann werden wir mit der Truppe hier, glaube ich, jetzt ankommen. Das sind die, die sind jetzt angekommen. Wir haben außerdem den MD, der hier angekommen ist. Ich glaube, das ist noch zu früh. Wenn der jetzt hier hinläuft, dann greift er die Gruppe an. Das wollen wir nicht. Das heißt, der wird einen Moment... Ne, der ist auch noch gar nicht angekommen. Wir werden erstmal jetzt mit denen. Das ist ein neuer Sektor, den haben wir uns noch nicht angeguckt. Ackerland, da gucken wir uns jetzt noch um. You got my undivided attention. Let's move. Let's go. A wise plan. Wir sind ja ein Haus am Abreißen. If that is your wish. Got something here. We shall go. Mhm. With certainty.
Let us see what the Lord in his wisdom has given us. You're the boss. Got Kräuter. We move with certainty. Yeah, okay. Call an ass. Na gut, das war jetzt nicht viel. Und die müssen jetzt hier rasten. Also da haben wir jetzt auch keine weiteren Optionen. Dann werden wir als nächstes die Truppe abwehren. Wir haben das hier erreicht. Das müsste okay, gehen, hoffentlich. Das probiere ich jetzt mal gerade aus. Naja, das muss so passen. Okay, dann machen wir hier diese Verteidigung. Die vierfach Baldachin. Okay. Kämpfen. Die Zone kennen wir ja. Die kommen da alle oben von dem Hügel. Glaube ich. 5 Körpertreffer erzielen. Ne, die kommen aus dem... Also was? Ne, da. Bin etwas irritiert. Von der anderen Seite. Okay. Mhm. Naja, das ist von dem Gelände her, glaube ich, nicht so toll. Die haben auf jeden Fall die bessere Lage, die bessere Position. Eventuell können wir uns hier hinschleichen. Oder nicht hinschleichen, hinlaufen. Und wir könnten auch... Da ist der Zaun noch da, aber wir könnten theoretisch natürlich auch hier hinlaufen, da hochklettern und denen eventuell in den Rücken fallen. Klingt aber eher nicht so zuverlässig. Also wir nehmen... What's the plan? Ich denke, wir sollten ein bisschen side hustle on these dudes. What do you say? Wieso? Weil das Licht uns sichtbar gemacht hat, oder was? Das ist wahrscheinlich nur eine von zwei Gruppen, oder? Wie viele Gegner waren das? 10 waren. Also müssen das... Ja. Müssen das 2 sein. Das hier sind 4. Mhm. Da könnten wir uns aber jetzt... da vorne hinstellen. Oder wir stellen uns da um die Ecke, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Also diagonal ist das natürlich mit der Deckung auch ein bisschen problematisch. Und ich vermute auch, dass unsere Milizen überhaupt nichts beisteuern werden. Ich mache das so, dass ich mich hier hinstelle. Gotta do this real quiet like. This body weren't made for no damn sneaking around. Wir stellen erstmal alle hier so. Und dann der dahin. I think I ripped my pants. Und der dahin. So. Prefer to just walk up and kick their teeth in. Ja, das sind schon ordentlich viele. Der hat aber auch eine Granate. Und mit dieser Granate könnten wir eventuell dann den Kampf eröffnen. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Wolf is on the prowl. Playing it smooth, keeping it on the down low. Huh?
Der Nails wird gerade entdeckt. Das müssen wir ein bisschen vorzielen quasi. Aber ich glaube, da müssen wir noch etwas ein bisschen warten. Und den stellen wir noch dahin. Ne, mach mal anders. Den stellen wir dahin. So, die stellen sich jetzt sogar noch dahin und sammeln sich ein bisschen, wie es aussieht. Umso besser. So much for my souffle surprise. We got hostiles. Okay. Das könnte etwas problematisch werden. Schön wäre, wenn die uns jetzt noch helfen würden. Okay, okay, okay. A lot of bad dudes coming my way. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. Got a good shot on this mother. Wie sieht's aus mit dem Nails? Der kann nur... Ja, das müssen wir eigentlich machen. Mach mal auch. So. They must have acquired some really bad karma. So. I see you, killer. Dann. Dahin. Mhm. Was? Okay, schwer verletzt. Der müsste jetzt... Ich meine, der hat ja weiter Messer werfen. Dann machen wir den da auf den Hals. Okay. Der kann jetzt nochmal laufen. Jetzt könnte der eigentlich wieder zurück in seine Deckung laufen. Der kann danach sowieso nichts mehr machen. Machen wir das. Wichtig ist, dass der weg ist. Fast tot. Jetzt bitte noch treffen. Jawohl. Don't tease me. Okay. So, Player. Der hat jetzt das Problem. Ne, okay, der schießt nicht auf den anderen. Aber der ist jetzt auch nicht so schön. What's on your mind, Scooter? Der hat seinen Zug quasi schon gemacht. Der ist fast tot, schwer verletzt. Got a clear shot here. Clear Shot sieht mir nicht danach aus. Haben wir da irgendwas Schöneres? Yo. Da könnten wir auch noch eine Granate werfen. Moderat. Okay, zur Not könnten wir das machen. It's me, Thor. Wir warten aber gerade. Sorry, noch. There is only so much a positive attitude can do. Kann der. Naja, von da aus könnte er. Der ist halt noch gesund. Den müssten wir irgendwie loswerden. Naja, das war nichts. Eis hier! Okay, dann müsste Eis den wahrscheinlich erledigen. What's on your mind? Ja? You got the wolf. Dann machen wir das so, werfen wir die Granate auf die. Haben wir natürlich jetzt drei Granaten verschwendet. Verwendet, nicht verschwendet. Oh, that hurt. Wolfie, you rock my world. Ja. Nicht so gut. What's on your mind? So. I could do this blindfolded and tied up. Ja, eben nicht, ne? Ja, diese Witterung hier ist nicht gut. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Ich meine, die hat noch weiter Möglichkeit zu laufen.
Ab irgendeiner Distanz ist das eben nicht mehr, aber das reicht nicht. Eis hier. Ja, und der verbraucht natürlich da jetzt auch ordentlich. Wir machen den jetzt da drauf. Aber Ice has the kind of aura that inspires greatness. Jetzt hat sie natürlich, naja, so ein bisschen ein Problem. Wir könnten eine Blendgranate werfen. Weil ich glaube, ausschalten können wir den nicht mit ihr. Machen wir das. Missgeschick. Hoppla. Das war jetzt auch nicht so hilfreich. Wie viel kostet das Werfen? 4. Dann machen wir das aber. So. Kann aber jetzt trotzdem sein, dass er noch einmal schießen kann. Smile. You're in my sights. Ah, okay, hat nur Pin-Down gemacht. Okay, das hätten wir dann wohl auch geschafft. Only one enemy remaining. I hope they've made peace with their fate. Ja, das ist dann mal kein Problem. Ja, das Ziel hatten wir jetzt nicht erreicht mit diesen Körpertreffern, aber das ist schlussendlich auch egal. I spotted something because I do not fear success. I have found it waiting for me. Nochmal eine Rüstung. Die ist halt besser, oh, come aber die ist on, kaputt. Man. Don't have me no Salvation Army reject. Okay, die machen wir Schrott. Und das ist aber auch schön. Die können wir brauchen. Achso, und das ist sowieso. So. Die sollten wir auch direkt ausrüsten. So. Okay. So, also, das hätten wir. Jetzt sollten die Fleetown retten. Die können da ohne Probleme hin, ohne dass die exhausted werden, weil das halt ein Schiffsweg ist. Da passiert nichts. Die werden da rüber paddeln. Naja, wahrscheinlich werden die Milizen töten. Aber das sind 5 Veteranen. Vielleicht kriegen die das hin. Müssen wir mal gucken. Ist aber schlussendlich dann auch nicht so dramatisch. Ja. Also dann können wir hier noch einmal kurz speichern und gucken. Naja, Sektor verloren, Sektor verloren, Sektor verloren. Wer ist angekommen? Ist ein bisschen viel hier. Ah, der MD ist angekommen. Aber der MD muss jetzt auch erstmal wieder warten. Ja. Ansonsten passiert hier gerade nichts. Die sind am Schlafen, der muss warten, die sind am Paddeln. Ja, weiter geht's. Ready and available. Na, die haben den Sektor jetzt eingenommen. Die sind bald da, um das zu verteidigen. Der kann jetzt da schon wieder weiter. Das müsste klappen. Und der könnte dann auch direkt, naja, reisen wir erstmal dahin. Die sind noch am Schlafen. Die sind bereit, um den Sektor zu verteidigen. Und dann machen wir die anderen natürlich auch direkt kaputt. Okay, das ist dann das Ziel fürs nächste Mal. Also den Sektor erstmal platt zu machen.
Und dann werden wir eventuell die Mine danach auch noch platt machen. Wir müssen mal gucken, wie das mit denen aussieht. Ja, und dann haben wir hier natürlich drei Kämpfe. Die sind auch da oben hin auf dem Weg zur Mine. Aber die werden wir alle hier an dem Sektor platt machen. Da werden wir wahrscheinlich, möglicherweise werden wir sogar gegen zwei Teams gleichzeitig kämpfen müssen. Ah, mit dem Text ist das natürlich so eine Sache hier. Der ist ein bisschen... Der ist zwar super, aber der ist ein bisschen müde. Müssen wir mal schauen, wie gut wir das da hinbekommen. Das wird auf jeden Fall auch wieder interessant. Wer ist denn auf dem Weg da rechts hin? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ach, das ist der von da oben. Und das ist noch eine alte Legionsgruppe, die da hinläuft. Sind das nicht Feinde? Müssen denn nicht hier dann platzen? Naja, müssen wir dann gucken. Das war's dann jedenfalls für dieses Mal. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal vor allem in Fleetown und in Pantagruel kämpfen, denke ich. Und vielleicht werden wir auch mit diesem Typen aus dem Menschen reden. Da müssen wir mal schauen. Also, das war's für dieses Mal. Neue Folgen täglich. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.